Ich muss heute gar nicht viel sagen. Mike hat die heutige Mission selber sehr gut zusammengefasst. Gut, Freunde. Ich würde sagen, wir gehen mal rein. Ich glaube, wir müssen in die Kopfstation ein paar rechtsradikale, korrupte Bullen in den Arsch rein. Ich hab Bock. Schätzchen? Oh, fuck, Mutti ist schon wieder Hake. Vergessen. Mami hat es für dich auf den Tisch gestellt. Bro, es ist fucking morgens, du besoffenes Schwein. Hast du unserem Kind schon wieder dieses Zeug ins Essen getan? Halt dein scheiß Maul! Hast du dir mal überlegt, dass das Nebenwirkungen haben könnte? Du, was fällt dir ein? Du weißt so gut wie ich, dass es... Da! Du versoffene Hure! Scheiß Käfer! Wie kannst du von unserem Kind verlangen, sich zwischen uns zu entscheiden? Du hast ihm das Zeug doch auch ins Essen gemischt! Niemand muss sich hier zwischen irgendwem entscheiden. Bro, bin ich ein fucking Alien? Ist dein Abendessen, Schatz. Ey, häusliche Gewalt ist echt nicht witzig, ne? Aber South Park ist so eine Scheiße, Digga. Guck mal, und es ist jeden Tag dieselbe armselige Portion. Ein hingerotzter Hackbraten, der aussieht wie schon mal verdaut. Keine Ahnung, Macaroni und keine Ahnung, Vaters Schlagsahne aus seinem Ficksack. Was ist das? So. Oder das ist alles nur ein Traum. Agatha hat wieder gezaubert. Neuer, zieh dich an und komm raus. Schnell, die Nacht wartet. Cooles Zimmer. Mysterion, die Legende. Geil. Ey, Mysterion ist einer meiner Favorites. Boah, ich war so krass scheiße. Ich hoffe, der Gestank ist verflogen. Oh, diesmal nicht mal abgeschlossen. Ich hoffe, der Gestank ist verflogen, bevor Nein. Julia wiederkommt. Weißt du, wie schwer es ist, geheimnisvoll auszusehen, wenn man in einem scheiß Garten rumsteht? Ist echt nicht einfach. Ich bin froh, dass du da bist. Ist echt hart, der Einzige mit echten Kräften zu sein. Wenn die anderen spielen und ihr Franchise planen, muss ich die Stadt gegen das Böse verteidigen. Da bleibt kaum Zeit, am Mysterion-Spin-Off-Film zu arbeiten. Digga, er hat auch mit Abstand das coolste Kostüm, ne? Manchmal sind meine Kräfte eher ein Fluch. Du kennst es bestimmt. Du bist ja wie ich. Dein Hintern ist sicher auch manchmal eine Last. Absolut, ja. Vor 5 Minuten war mein Hintern eine extreme Last, das glaub mal. Was ich da gerade rausgedonnert habe. Das sind meine Eltern. Das Volk braucht gar nicht erst zu versuchen, sich aus dem Haus zu schleichen. Ich nehme dich da beim Wort. Das wäre nämlich viel zu gefährlich. Ich wünsche, so wäre das bei uns damals abgegangen. Ich verstehe. Gehen wir zum Polizeirevier und suchen die Beweise. Tina, wo musst du hin? Tina! Bitte nicht. Tina, es tut mir leid. Wow, die Erwachsenen in dieser Stadt drehen echt voll am Arsch. Bruder, ist das krass. Noch nicht im Bett? Schimpfe dich! Scheiß auf Eltern! Was? Hoffe, du magst Eier! Junge! Was für Arschlöcher. Das ist schlimmer, als ich dachte, Neuer. Das ist nicht normal. Digga, scheißt er dem da vor die Haustür, ey. Also das ist ja wirklich abgefuckte Scheiße. Stellt euch mal vor, ihr wohnt in der Gegend und wollt euch einfach nur abends eine Mütze Schlaf holen. Diese ganzen besoffenen Atzen in der Midlife-Crisis scheißen euch die Haustür vor. Da würde ich ausflippen. Und von Mysterion ist das ein ziemliches Loch. Jede Nacht einfach Project X, schwöre. Was geht ab? Freedom Pearls, folgender Plan. Sobald wir im Polizeirevier sind, starten Toolchat und Wunderasche an Ablenkungsmanöver. Moment, was soll das denn? Ja, kommt, Leute. Wir müssen ins Polizeirevier. Was wollt ihr Spasten hier? Wir gehen was hier sagt er? Zur Polizei von South Park führt. Da, das tun wir auch. Oh nein, nein, das ist unsere Superheldenmission, Freedom Pearls. Verpisst euch. Leute, Leute, ist die Priorität nicht, das arme Mädchen zu retten? Wo war seine Voiceline hin? Recht. Wir sollten das Kriegsbeil fürs Erste begraben und zusammenarbeiten. Oder, Leute? Mysterion, wie gehen wir vor? Ich schlage ein Ablenkungsmanöver vor. Ein paar von uns locken die Bullen an und die anderen schleichen sich heimlich rein. Geil. Wir klettern die Feuerleiter hoch und sorgen für Boah, schöne Police Station infiltriert. Geiler Scheiß. Ich stehe auf sowas. Spuren geklaut. Unschuldige Menschen werden verhaftet, Toolchat. Nur darum geht es uns. Und nur darum sollte es euch gehen. Ich habe was im Auge drin. Freunde, die Leiter hoch. Okay, wir müssen auf die Ablenkung warten. Sieh dir das mal an. Boah. Oh Mann, das haut ja mal richtig rein. Sag mal, kommt euch das Koks auch komisch vor? Nein, das ist klasse. Hey, sollen wir ein paar Nutten bestellen? Was war das? Lass uns mal nachsehen. Los jetzt! Meint ihr, es ist denn echt auch so? Glaubt ihr, die Polizei kokst auch immer nachts? Die Asservatenkammer leer? Kommt schon, Leute, rein da! Ja, Abfahrt, rein! Shit, ein Gangmitglied, der hat ein unschuldiges Kind! Alarm! Das Revier wird angegriffen! Bruder, what the fuck? Das hat mich nicht erwartet! Ist das krass. Ah, shit. Wir müssen uns wohl selbst um die Typen kümmern. Bro, das Arschloch fickt da hinten eine Gummipuppe. Egal, ich baller die tot. Aber die sind alle zugekokst, die donnern wir weg. Bleibt deiner Drogen mit sich um. Die wollen wir ja nicht kaputt machen. So, Freund, jetzt wird hier wieder Schach gespielt mit den Arzten. Boah, die Attacke scheppert auch. Ich mach die mal. Du
bist die Hand des Schicksals, Neuer. Er ist bezaubert. Er liebt mich. Er ist verliebt in ein Kind, das pädophile Schwein. Du hast das Recht, aufs Maul zu kriegen. Mann, nur Scheiße. Diese Dinger sind gefährlich. Er hat gerade einfach seinen eigenen Mate getasert. Ich bin Bulle. Wir brauchen Verstärkung, Mann. Oh, Scheiße. Da ist ein schwarzes Kind. Ey, das ist so schlimm, ich will da nicht drüber lachen, Bro. Das sind gesellschaftskritische Probleme, Freunde. Oh mein Gott, Digga. Ich werde das erste Mal heute die Mysterion-Ult sehen. Egal, was wir machen, Chat, erinnert mich dran, wir ulten mit Mysterion rein. Angriff aus dem Hinterhalt. Leg dich nie mit unsterblichen Viertklässlern an. Hast recht. Digga, was ist das für eine Attacke? Holy shit. Ach, weil die alle in einer Reihe stehen. Oh mein Gott, guckt euch das an. Katharina Ult und alle sitzen am Bluten. Wie Felix Oma, wenn ich mit ihrem Arsch fertig bin. Oh, Alter, die machen aber gut Schaden, die Jungs. Soll ich die Mysterion Ult machen, Chat? Oder soll ich sie mir aufsparen? Ich will einfach nur sehen, was die Mysterion Ult macht. Ihr landet alle hinter Gittern, aber nicht bei den Nutten, also freut euch nicht so voll. Gleich wird's noch viel rassistischer. Oh nein. Feind am Boden. Bro, hat er sich gerade. Zeit für die Chopper-Party! Wait, Bro, bin ich ein Geist? Digga, das ist die absolute Vollpsychose. Ich hab mich gerade, das ist ein scheiß Viertklässler, der hat sich gerade selbst in die Luft gesprengt. Dann wurde sein toter Kinderkadaver von Ratten missbraucht. Und jetzt ist er einfach als fucking Geist wieder da. Digga, was ist das? Was ist das für eine Scheiße? Was geht hier ab? Erschrecke und verwirre den Gegner. Fuck, was ist das hier für eine super Schurkenscheiße? Digga, das sah aus, als wenn mein Geist Ziel in den Schwanz lutscht. Super-Tornado! Tot! Yeah. Geil! Undercover schwarzen Gesichtsfarbe. Machen die sich hier gerade über Blackfacing lustig? Hey, ich verstehe dich. Wirklich? Du denkst, dass Bullen es nur auf Schwarze abgesehen haben? Ich weiß, es wirkt vielleicht manchmal so, als wären alle Bullen Rassisten. Aber man darf nicht auf all die Fake News reinfallen. Fake News. Bullen sind Menschen, wie ihr. Eure Freunde, eure Familie. Freund und Helfer. Die hart arbeiten und. Tupperdose! Lewinsky, du Spaß, drauf mit dir! Tja! Und schalt den Alarm an! Ausrufezeichen Sprache in den Chat! Ausrufezeichen Sprache in den Chat! Für diesen Rassismus werde ich mich rächen. Okay, ich soll pausieren. Aber was soll ich dann machen? Den Karton kaputt machen? Ach so. Also. Aha. Ah, und dann hier rein. Dann hier rein. Okay, check. Vielleicht dann einfach so. Ah, und jetzt muss ich mir wieder den Hamster in die Arschmuschi stecken und den da reinblähen. Komm her, kleiner Lakai. Komm her, kleiner Lakai. Rein in den Arsch. So. Jetzt visiere ich das Ganze an, lad die Magenwinde auf und blähe das Ding in den Stromkasten. Schön. Der Hamster ist tot, aber der Weg ist free. So, rein hier. Ah. Hey, holt uns raus. Token, Gott sei Dank bist du hier. Dad, was zum Teufel machst du hier? Ey, ist das gottlos. Bruder, ist das gottlos. Scheiße. Wir müssen all die Unschuldigen hier freilassen. Wir lassen alle Unschuldigen hier raus. Sie wollen die Verbrecher befreien! Boah, tschüss, entspann dich, Bruder. Ihr rassistischen Mistschweine. Ich werde mich für meine Homies einsetzen. Jetzt kracht's. Schlitz, Schlitz! Jetzt ist er geschockt und er blutet. Oh shit. Digga, was macht er mit mir? Ein trauriges, aber okay. Ende für eins gegen eins getradet. Wait, kann ich den hier totbomben? I guess. Super Tornado, Warnung. Als ob dein Leben nicht schon längst außer Kontrolle wäre. Zeit für eine kleine Stadtrenovierung. Alter, die machen halt Schaden, sein Ugros Vater, ne? Das ist ja krass. So, jetzt mache ich ihn tot. Bruder, was hat der für wilde Kombos? Das ist ja todesgeil. Initiiert das Upgrade Tupper Mac MK3. Irgendwie habe ich Bock, die mal auszuprobieren. Er wird einfach zum Tupper-Warentransformer. Kuss, Benny. Bruder, er ist einfach zu Optimus Prime geworden. Wie oft kann ich angreifen? Das ist ja übergeil. Ich habe den Day Before refunded, ja, Mann. Und tot. Fliegesmodus. Okay, okay, ich weiß, was ihr denkt, aber... Oh, ob ihr wirklich Bullen verhaften Schwarze einfach ohne Grund? Was würde uns denn das bitte bringen? Wir werden doch diskriminiert, nicht ihr.
Wären wir alle schwarz und würden die Zellen mit Weißen vollstopfen, würde sich keiner beschweren. Ich hoffe, ihr kapiert jetzt, dass ihr die Rassisten seid, nicht wir. So, und jetzt geht nach Hause. Bro, gaslightet der gerade? Ich bin ein bisschen nervös. Ja, ich speichere lieber zu oft als zu wenig. Kommt raus, meine Freunde. Ist doch legal, als Unschuldiger aus dem Gefängnis auszubrechen. Ich warte. Kommt raus, meine Freunde. Riecht schwer nach Sammelklage. Oberster Gericht. Gib Rassismus keine Chance. Token, du musst vorsichtiger sein. Mom, ich habe für Gerechtigkeit gekämpft. Mir egal, wofür du kämpfst. Du hättest dir wehtun können. Das geht gar nicht. Tupperdose spürt keinen Schmerz. Spürt er auch nichts, wenn er übers Knie gelegt wird? Bro, ich habe dich gerade aus dem Knast gerettet. Weiter, einfach weiter nach vorn. Da liegt eine Nutte drin. Oh. Du bist tot. Wow, da. Steps is, I'm stuck. Okay. Das machen wir nicht nochmal. Wir gehen hier rein. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ich sehe. Okay, wir müssen wahrscheinlich hier rein. Ich glaube, ich muss irgendwie dieses Propangas hier hinstellen, wa? Komme ich hier vorbei? Ja. Nein. Oh nein. Nein, komm ich nicht. Nein, komm ich nicht. Da kannst du mit Zeitstopp rein, okay. Tödlich verunglückt. Oh shit. Diese Zeitschürze sind heftig. Guck mal, jetzt mache ich das Ding. Wir müssen vielleicht hier hin. Abschalten, so wie letztes Mal. Jetzt schmeiße ich da die Knaller rauf und jetzt scheiße ich mich voll. Geil. Und auf ist das Ding. Wichtig. Okay, lass mal Fadi überlegen. Jetzt machen wir so, dafür brauchen wir ihn. Guck mal, langsam verstehe ich das. Und es hat nur 12 Stunden gedauert, bis mein Spatzen in diese Sachverhalte gerafft hat. Aber ich bin stolz auf mich. For real, solche kleinen Erfolge, das tut mir gut. So ein Rätsel mal zu lösen für Kinder. So, jetzt mache ich so. Jetzt schiebe ich mir den Hamster in den Arsch rein. So. Und weg mit der Wühlmaus. Bro, die haben auf jeden Fall aggressiven Hamsterverschleiß. Ihr müsst euch immer vorstellen, das sind 5 Euro pro Hamster. Ist so dein Hamster gestorben? Nee, mein Hamster hat sich leider selber eliminiert. Ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr strong, Bro. Okay, wir müssen uns an dem da vorbeischleichen und dann zur Tür. Bah, Digga, wichst sich dieser fette, übergewichtige Polizeiofficer seinen kleinen, pickligen Penis? Das Geräusch, wenn die Fixsahne da rauskommt. Geh du vor. Das Geräusch, wenn er das Gleitmittel auf seine eklige, vollgewichste Hand macht. Als ob das so sich anhört. Da sitzt er einfach wie du, aber er hat mehr Bildschirme. Ah, yeah. Ah, shit. Ich meine, ah, shit. Du bist tot. Okay, wir müssen uns... Hä? Wie soll das denn funktionieren? Das raff ich noch nicht. Sicherheitsverstoß. Ach shit. Ich meine, ach shit. Furz ins Rohr rein. Oh. Digga, was? Übersmart. Wer hat das geschrieben? Manuti. Okay, das machen wir jetzt quasi so eine... Ach du Scheiße. Geh du vor. Räuchern wir den jetzt aus? Geiles Ding. Der Bildschirm, ja, irgendwas ist mit dem Bildschirm. Ah, ich muss den Bildschirm wahrscheinlich runterdonnern. Doch mit deinen 14 Sachen bewegen. Ah! Oh mein Gott. Okay, jetzt den Hamster da rein. Wichtig. Ciao. Okay, Abfahrt. Schnell weg hier. Weg, weg, weg. Soll ich dir sagen, was ein Bulle ist? Oh nein. Nicht mehr als ein Sklave. Ein Roboter. Digga, diese arme, hässliche Katze. Die wirklich Bösen sind die Politiker. Eine Bürgermeisterin, die in ihrem Büro sitzt und uns erzählt, dass wir uns ändern müssen. Wir konnten sie nur loswerden, indem wir die Verbrechensrate ankurbelten. Und jetzt können Cops es endlich wieder auf die alte Art regeln. Seht ihr nicht, dass die das Politiker, besser für alle ist? Die da oben, he doesn't know. Oh, come on. Alter, das ist. Oh nein, dopt er sich mit Scrambles Pisse? Du hast die Katze gefunden, Arschlord! Freedom Pals, wir haben einen Polizeichef. Ganz oben! Was soll ich sagen? Ihr habt mich an den Eiern. Zumindest fast. Wisst ihr, nicht alle unsere Gefangenen sind schwarz. Wir haben nämlich auch einen Weißen hier. Das ist eine Falle! Tut mir leid, aber ihr lasst mir keine andere Wahl. Er sieht super aus. Isst die geilen Sandwiches. Man nennt ihn Jared und er sieht immer noch super aus. Wait, ist das ein Pädophiler? Hey Kids. Wollt ihr was Süßes? Oh mein Gott, nein. Ist der fucking... Ist fucking Jared ein Pädophiler? Entschuldigt mich.
Müssen wir jetzt als Rudel Viertklässler gegen einen fucking Pädophilen fighten? Will der meinen Kinderarsch missbrauchen? Wollt ihr Kids mal mein berühmtes Superbaguette sehen? Nee, ehrlich gesagt nicht so gern. Okay, lass mich ganz kurz chillen. Kann ich irgendwie ihn hier hitten? Nein, kann ich nicht. Kann ihn auf jeden Fall zum Bluten erstmal bringen. Wahrscheinlich wird er mich one-hitten. Welcher von euch Jungs möchte mit Onkel Jared Doktor spielen? Mir bleibt irgendwie nicht so viel übrig, ne? Also das Ding ist, guck mal, wenn ich jetzt hier stehen bleibe in dieser Reihe, er wird mich ja immer ficken, right? Also wenn ich jetzt zu dritt in dieser Reihe stehe, dann one-shottet er mich ja einfach. Ja, aber dann kann ich ihn ja nicht angreifen. Ja, ich opfer Tupperdose mit mir. Hier drüben gefällst du mir besser. Ach, ja. Brauch davon. Oh, ich glaube, du müsstest mal was essen. Mikroaggression. Schlag ihn. Mikroaggression. Wichtig. Oh mein Gott, er lockt mich in seine Pedofalle. Das werde ich zu verhindern wissen, Token. Dein Kinderarsch wird heute nicht von dem pädophilen Jared gefickt. Hier, du pädophile Sau. Hier. Mann, das ist doch scheiße. Ich muss doch basically in dieser arschgefickten Reihe stehen. Ja, ich schock ihn jetzt einfach. Scheiß auf Tweak. Das Kind hat mich angefasst und nicht auf eine nette Art. Ich muss zugeben, ihr seid ziemlich hart drauf. Aber ihr habt keine Chance gegen AIDS. Kacke, jetzt verrecken wir wegen AIDS. Glaubt ihr, es ist einfach, Mr. Vogels PR-Team zu sein? Ich habe seit 2 Jahren nicht geschlafen. Danke, AIDS. Was passiert hier? Wow. Ey, das Problem ist, ich stehe halt komplett in dieser Reihe, ne? Los. Das gibt Rache. Okay, geil. Super Tornado, Warnung. Ich bin eine 2 Kilometer Todeszone. Wait, sind das seine Anwälte von den... Ja, das wird Jareds Brand nicht gut tun. Bruder, ich bin 8 Jahre alt und du hast mich gedeepfroated. Was soll der Scheiß? Oh mein Gott, seine Pedo-Anwälte sind halt super OP leider. Ultimative Kraft bereit. Warte. Ich muss ihn auf jeden Fall einfach wegschubsen. Super Tornado! Ich erkläre meine Umgebung zum Katastrophen. Scheiße, kann ich nicht, weil da einer stand, right? In meiner Hose hätte ich eine Zuckerstange für dich. Ey, bitte fick nicht schon wieder meinen Kinderhals. So lame. Okay. Oh mein Gott. Oh nein! Okay, immerhin bin ich ein missbrauchter Geist. Okay, ich habe meine Ult. Ja, ich fick Jared tot. Abfahrt! So, Freunde. Heilige Scheiße! Der Kinderficker ist down! Mach die Polizei mit den Leuten, die sie verhaftet. Was weiß ich denn? Ich bin nur ein Sandwich. Du fickst Kinder. Okay, vorzieh ins Gesicht. Nein, bitte, es tut mir leid. Bruder, der steht ich da doch drauf. Alles. Digga, der steht doch auf so einen Scheiß. Unten sind noch mehr Zellen. Der Lift fährt da runter. Aber wenn er eingesperrt wird, kommt nicht mehr raus. Wie lautet der Code? Bitte, woher soll ich das denn wissen? Ja, ich hab die Bullen beobachtet. 1477, bitte. Es tut mir leid. Ja, ich weiß, Doktor. Gern mit Kindern zusammen, weil ich nie eine eigene Kindheit hatte. Nein, weil du deinen Penis in deren Ärsche stecken willst, Bro. Du hast die Wahl. Zum Superhelden-Dasein gehört auch, schwere Entscheidungen zu treffen. Doch, ich will's tun. Ich will ihm ins Gesicht blähen. Dem pädophilen Arschloch. Ich will dem Pedo ins Gesicht blähen. Bitte lass mir die Wahl. Ihn verschonen, ihn anfurzen. Ja, oh. Alter, das war hardcore. Das war unglaublich. Oh mein Gott, ich brauche eine neue Unterhose. Ich weiß, der Moskito soll ja Krankheiten übertragen, aber ich fühle mich irgendwie schmutzig. Sollten wir uns irgendwie um die Leiche kümmern? Freund, Helfer, Peng, Peng. Ich liebe diese Dinger. Das ist das geilste Tool in diesem Game. Real Talk. Unsere Meinungsverschiedenheiten sind gerade nicht richtig. Chat, habt ihr noch ein paar Prime-Subs über? Es ist doch Drop Some Subs Dezember. Miete zahlen, yo, XD. Oh nein, wir sind in der Forensik. Shit. Wow, hier sind echt extrem viele tote Leichen. Bro, ich weiß nicht warum. So Leichenhallen und so, die geben mir immer so ein richtig komisches, ekliges Gefühl. Ich weiß auch nicht. Also ja, der Tod ist normal und so shit, weiß ich. Aber so Leichenhallen und sowas, so Leichen in so Säcken, in so gelben Säcken und so, das gibt mir immer ein komisches Gefühl. Tote Leichen, ja, finde ich ganz schlimm. Okay, wo müssen wir die Stinkeleiche hinmachen? Was ist das hier? Schlüssel zur Forensik. Wichtiger Gegenstand. Was war das? Hallo? Hallo? Ist da jemand?
Nein, da ist wohl niemand. Sonst hätte ja jemand geantwortet. Na gut. Wir sind ganz allein, Miezi. Oh nein, vergisst uns keiner. Komm, her mit dem geilen Zeug. Hey, lass das. Halt. Still. Ach, fuck. Oh, verflixt, die Katze ist abgehauen. Er missbraucht Scrambles. Ich sehe überhaupt nichts hier drin. Klingt, als wäre die Katze mit den giftigen Chemikalien in Kontakt gekommen. Mist, das ist nicht gut. Ich hoffe, was da gerade auf dem Boden gelandet ist, sind nicht besagte giftige Chemikalien. Ich glaube, es sind besagte giftige Chemikalien. Ich glaube, das waren sie doch. Verflucht. Wenn sie sich vermischen, werden sie zu einem Gas, das mich innerhalb von Sekunden töten wird. Verdammt, da kommt das Gas. Ja, ich bin definitiv am Sterben. Wichtig ist, dass er uns das erklärt hat, sonst würden wir gar nicht wissen, was abgeht. Gott sei Dank. Das Gas wird wohl durch die Lüftung rausgesaugt. Ich sterbe doch nicht. So, wo ist diese verdammte Katze? Oh nein, ich glaube, die Katze ist gerade in die Lüftung gesprungen. Die Katze hat die Lüftung kaputt gemacht. Das Gas sammelt sich in dem Raum drin. Er ist wieder am Sterben. Sein Leben entrinnt aus seinem Körper. Das hat sich nach der Brandschutztür angehört. Ja. Sie ist zugefallen. Ich bin hier drin gefangen. Das ist zum Beispiel Family Guy Humor. Nur den Türgriff ertasten. Da, da ist er. Ja, ich bin gerettet. Oh verdammt, die Tür ist abgeschlossen. Ich sitze hier drin fest. Der braucht ziemlich lange zum Sterben, kann das sein? Ich muss mir helfen. Das Gas bringt mich um. Ich sterbe dieses Mal wirklich, ernsthaft. Ich spüre, wie ich sterbe. Es ist wahnsinnig schmerzhaft. Hilfe! Wenn mich irgendjemand hört, bitte helft mir. Sekunde, ich glaube, ich habe den Lichtschalter gefunden. Digga, ist das krass. Mach ich das nicht an. Ich glaube, er ist gestorben. Bro, das hat was. Kennt ihr diese Outbreak-Szene von Resident Evil? Das erinnert mich übertrieben krass daran. Okay, damit hätte ich rechnen können. Ach, da liegt der Schlüssel. Okay, nevermind, ich hab's. Bro, Real Talk, ich schwöre, ich hab irgendeine geistige Zurückgebliebenheit. Bruder, es ist so krass, dass ich so einfachste Zusammenhänge nicht mir selber so erschließen kann. Das ist wirklich krass. Aha, jetzt blähe ich da rein, dann fliegt die Katze da raus. Muss man ja auch erstmal drauf kommen, hab ich recht, Chat? Toll, Chat, der Richtige für jeden Job. So, rein in Po. Ey, ohne Scheiß, ich muss doch schon in-game natürlich so das ausgefranste Arschloch haben. Hamsterleben da drin, die stecken mir Fahrradschläuche da rein. Ey, alles kommt aus meinem Arsch raus, alles geht in meinen Arsch rein. Das ist unglaublich. Ich muss wirklich das größte, fetteste Arschloch der Menschheitsgeschichte haben. So, rein da. Ich glaube, der ist tot. Chat, Hilfe. Ich brauche kurz Hilfe von euch. Grüne Klappe. Ja, da muss doch eigentlich dieser Diabetes-Typ kommen. Aber ich kann den nicht beschwören, Bro. Ach, Digga. Wow. Sollen wir das spielen oder du? Ja, ihr sollt für mich spielen und ich führe eure Befehle aus. Zuckerzorn im Anflug. Ich habe kurz Kenneth beschworen. Alternativarbeit von der Arsch. Wie kann man so sein, Mutter? Digga, als ob das in der Forensik so bei den Cops aussieht. Das ist wirklich lächerlich. Ey, wir gehen rein. Scheiß drauf. Ja, ja, Shub-Niggurat. Schwarze Ziege der Wälder. Gesegnet seien wir deine treuen Diener. Vernichter ist das abgefuckt. Es ist so abgefuckt. Ja, Shub-Niggurat. Schwarze Ziege mit den 1000 Jungen. Hol den Mond vom Himmel und lass die Sonne erlöschen. Bro, wer denkt sich sowas aus? Okay, jetzt mal im Ernst. Nein! Sir? Oh, na klar. Nur weil wir Bullen Afroamerikaner an eine Ziegengöttin verfüttern, sind wir gleich Rassisten. Shub-Niggurat gehört zu den äußeren Göttern und muss besänftigt werden. Ihre Ankunft wurde vom großen H.P. Lovecraft vorhergesagt. Aber wahrscheinlich war H.P. Lovecraft auch ein Rassist. Oh fuck, war er echt? Wie rassistisch? Richtig übel? Übel rassistisch. Yo, das sind ja meine Homies. Holt mich raus, diese sind total cray-cray. Schluss damit! Gut, Kids, ihr wollt kämpfen? Na dann los! Ey, Mann,
Warum muss der ständig an der Katzenfotze riechen? Das ist wirklich schlimm. Okay, okay, wait. Plan ändern. Chat, wen nehmen wir rein? Ihr müsst mir jetzt helfen. Ohne Scheiß. Jetzt brauche ich wirklich eure Hilfe. Ich glaube, Wundertweet kann raus. Tupperdose kann Leute moven, right? Mysterium bleibt drin, Tupperdose smart. Oh, ich will eigentlich Kuhn drinne haben, Bro. Du brauchst Leute, die Leute wegstoßen können. Ja, ich habe keine Ahnung, wer wegstoßen kann. Stan, Kenny, Craig. Okay, ja gut, dann lass rein. Ey, scheiß drauf, ich geh jetzt einfach in den Fight. Müssen Sie aufhalten. Ich glaube, das ist eine stramme Truppe. Oh, verfickte Scheiße. Au! Oh, Scheiße. Nein, die Übermutter kann weißes Fleisch nicht ausstehen. Die hatten weißes Fleisch erfahren. Ja, ja, okay, jetzt kracht's richtig. Den Namen von diesem Tier werde ich nicht aussprechen. Leck das, sonst war's das. In welcher Welt ist das eine Ziege? Verlangt schwarzes Fleisch. Bruder, wie viel Leben hat die? Euer Tod wird Schub-Nigorath ergötzen. Ah, zeig keine Schwäche. Okay, das war schon mal smartes Movement. Das tat weh. Ist das smart, was ich gerade gemacht habe? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Nicht killen, die müssen reingeschoben werden. Wirklich. Okay, das ist ja dumm. Ja, ich weiß jetzt zum Beispiel nicht. Ja, verschone deine Diener und geißle deine Feinde. Digga, er ist so tot. Oh, diese ätzende Bitch hat gerade ein scheiß Ei gelegt. Digga, das ist ja der abgefuckteste Fight jemals. Was? Was soll ich machen? Doppelschraube! Deine Superkraft ist also ein gut bestückten Werkzeuggürtel zu tragen. Okay, der ist tot. Ah, okay, okay, ja, jetzt macht Sinn. Weil die jetzt einen weißen gefressen hat, wird die sauer, weil die hasst weißes Fleisch, das Rassistenschwein. Tötet die Ketzer! Nein, ihr werdet der Ziege mit den 1000 Jungen nichts antun. Ich beschütze dich, meine Königin. Bro, wie viel pisst diese Katze? Oh, jetzt knallt's. Bro, ich weiß legit nicht, ne? Das ist halt wirklich schwer, Alter. For real, ich kann nichts machen. Oh, das wird so ein richtig nerviger Fight, Digga, der mich richtig wütend machen wird. Okay, wenn die jetzt angreift, dann sterben zwei von mir und zwei von denen. Oh, shit. Okay, wir sind alle tot. Nee, einer von mir überlebt. Oh, das ist ja ein richtig ätzender Fight, Bro. Ja, ich glaube, ich bin dead. Oh, das ist nervig. Sowas hasse ich, Digga. Ich schwöre, sowas hasse ich. Super Craig zur Rettung. Ja, ich bin todes am Arsch. Oh ja, danke. Ein blöder Stück Lachs. Yo! Scheiß Art zu sterben. Oh, ich kann den auch... Stimmt, wir sind ja weiß. Ich kann den auch mit meinen eigenen Mates-Damage machen. Das ist so ein Scheiß-Fight. Der macht nicht mal Spaß. Ich schwöre, der ist einfach nervig. Ihr Raudis habt keinen Respekt vor dem Gesetz. Zeig keine Schwäche. Ey, Freunde, ich hoffe, ihr habt was zu essen am Start. Das wird extrem lange dauern. Ja, ja. Verschone deine Diener und geißle deine Feinde. Also mit meinem Charakter kann ich basically nicht schubsen. Kann ich das Ei da angreifen? Ja, I guess. Aber damit schubse ich ihn auch in die falsche Richtung. Oh, wait. Aber jetzt kann ich den mit Mysterion da reinbolzen, wa? Leg dich nie mit unsterblichen Viertklässlern an. Es ist nervig, Bruder. Jetzt kriegst du es mit mir zu tun. Hm. Fight abbrechen und umskillen. Ach, Bruder. For real, ich versuche ihn danach noch einmal und wenn es nicht klappt, gehe ich einfach offline. Ich schaffe das heute nicht, ehrlich. Ich habe da heute keine Kraft für. Das hilft. Stopp. Ich muss euch kurz unterbrechen und euch fast 40 Minuten von sehr, naja, wie drücke ich das aus, bescheidenem Gameplay bewahren. Mike ist ein wenig tilted und spielt deshalb nicht mit 100% seines Gehirns wie sonst. Ich spule also nun ein wenig vor, okay? Warum frage ich euch überhaupt? Ihr habt eh keinen Einfluss. Okay, jetzt ist sie wieder im Fressmodus. Es muss nur noch einer da rein, Bro. Es muss Re-Rap nur noch einer da rein. Okay, leider stehe ich da jetzt drin. Das heißt, sie wird mich höchstwahrscheinlich fressen. Wait, ich hole mir einfach Token wieder. Okay, wait, ich kann jetzt so und einfach das Arschloch tauschen. Das schaffe ich. Bitte friss jetzt, bitte friss jetzt. Ja! Oh mein Gott, ja! Keine gute Idee, sich mit der
Göttin angelegt. Oh mein Gott, ja, das müsste es gewesen sein. Nein? Hä? Lebt er noch? Keine Bewegung. Warum lebt er noch? Okay, was ist jetzt der schlauste Zug, Bro? Ich will jetzt warten, bis ich mit meinem Charakter wieder dran bin, weil dann kann ich ihn da mit X reinstoßen. So, und wenn ich jetzt so mache... Oh mein Gott, er überlebt das sogar. Wenn ich jetzt so mache... Oh Gott, Vorsicht! Dann müsste er ihn jetzt fressen und dann müsste ich gewonnen haben. Bitte. Ja, oh mein Gott. Bruder, keine Kraft mehr. Oh mein Gott. Digga, fucking 07. Das war das Schlimmste, was ich seit langer Zeit in einem fucking Videospiel machen musste. Bruder, das war die beschissenste Mission, der beschissenste Fight. Der Hurensohn, der sich das ausgedacht hat, ist einfach nur ein Opfer, ein schlechter Spieleentwickler. Es hat keinen Spaß gemacht. Es war einfach nur scheiße und nervig. Das hat mir eine Stunde meines Lebens geraubt.